Es ist eine wackelige Angelegenheit, mit der MFT FitDisc zu trainieren. Dabei ist es anstrengender, als es aussieht, das Gleichgewicht zu halten. In Fit mit SW1 stellen wir Ihnen dieses Sportgerät vor. So, wir steigen mit beiden Füßen auf die grauen Flächen der Disc. Arme locker nach vor, leicht in die Knie und im Kreis drehen. Schön gleichmäßig. Durch das Wackelbrett müssen die Muskeln optimal zusammenspielen, um das Gleichgewicht zu halten. Feinmotorik und Reaktionsvermögen werden geschult. Auch wenn die Übungen einfach aussehen, erfordern sie Konzentration und sind anstrengend. Nehmen die Arme wieder nach vor, schließen die Finger, machen eine kleine liegende Acht vor dem Körper. Durch die unterschiedlichen Wippelemente der Scheibe muss der Körper von Kopf bis Fuß in eine aufrechte Haltung geführt werden, damit die Balance gehalten werden kann. Innerhalb von nur 10 Minuten täglich können Kraft und Kondition aufgebaut und erhalten werden. Gewicht auf eine Seite verlagern und von hinten absteigen. Wir steigen mit einem Fuß in die Mitte der Disc, zieh das Knie heran. Besonders gut geeignet ist die Sportdisc für das Training des Knies und der Sprunggelenke. Gleichgewicht gibt Sicherheit, auch im täglichen Leben.